Ich glaube, mein Leben zumindest wäre ruiniert. 63.000 Franken. Ordentlich aufs Gaspedal gehauen. 290 km/h. Damit habt ihr auf jeden Fall nicht gerechnet. Sehr teure Bußen, eingezogene Autos bis hin zu Gefängnis. Wer kennt diese Horrorstories über den Straßenverkehr in der Schweiz nicht? Bloß nicht zu schnell fahren. Das ist die Devise aller Autofahrer der umliegenden Länder, insofern man sich mit dem Auto in die Schweiz begibt. Sonst erwartet einen dicke Strafen. Hallo, ich bin Isabo und ich wohne seit 2,5 Jahren in der wunderschönen Schweiz. Ich komme gebürtig aus Deutschland und heute möchte ich euch meine Top 5 Unterschiede im Straßenverkehr zwischen Deutschland und der Schweiz zeigen. Bitte beachtet, dass was für den einen krass erscheinen mag, für den anderen vielleicht langweilig ist. Aber das könnt ihr am Ende des Videos entscheiden. Deshalb stay tuned und let's go! Kommen wir jetzt zu den Bußgeldern. Und jetzt ratet mal, wie hoch das teuerste Bußgeld der Schweiz jemals ausgefallen ist. Dafür gebe ich euch mal ein paar Sekunden, denkt euch mal eine Zahl aus, weil ich glaube, damit habt ihr auf jeden Fall nicht gerechnet. Das teuerste Bußgeld sogar der ganzen Welt geht nämlich an die Schweiz, die hier mit Platz 1 führend ist. Und zwar ist es hier in der Schweiz genau wie in Finnland oder in England. Ab einem Tempoverstoß von über 25 km/h gilt das Ganze als strafbare Handlung. Und dementsprechend entscheidet dann ein Richter über das Strafmaß, was sich am Einkommen des Straftäters errechnet oder berechnet. Und hier hat kein Schweizer den ersten Preis gewonnen, sondern, tada, Platz Nummer 1 hat ein 37-jähriger Schwede erreicht. Der Schwede hatte hier in der Schweiz sein 180 teures Auto, ein Mercedes SLS AMG, abgeholt und natürlich erstmal ordentlich aufs Gaspedal gehauen. Die Polizei hat ihn erwischt und hat eine Geschwindigkeit von 290 km/h gemessen bei erlaubten 120 km/h auf der Autobahn. Das Auto wurde natürlich erstmal konfisziert. Er hat es zwar gerade erst abgeholt, aber ja, wie gesagt, die Eidgenossen kennen hier keinen Spaß und er hat eine Strafe von 1.080.000 Schweizer Franken erhalten. Ja, das muss man, glaube ich, erstmal sacken lassen, weil ich glaube, mein Leben zumindest wäre ruiniert erstmal, wenn man so eine Nachricht dann erhält. Bei so einem Strafmaß kann er natürlich auch nicht allzu schlecht verdient haben, aber er ist auch nochmal glimpflich davongekommen. Berichten zufolge musste er im Endeffekt doch nur 81.000 Schweizer Franken bezahlen. 1.080.000 Franken, das wäre schon ein Wort. Und lasst mich, wie gesagt, gerne wissen, welche Zahl ihr geschätzt habt. Hier auch noch anzumerken, fahrt in der Schweiz immer mit Licht. Hier gibt es ein Lichtfahrgebot, das kann nämlich dann auch auf eine Strafe von 40 Franken rauslaufen. Und als anderer Vergleich, ein Rotlichtverstoß zum Beispiel, kann bis zu 250 Franken kosten. Kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, die Autos. Und zwar ist mir aufgefallen, und es dürfte ja nicht verwunderlich sein, aber es gibt so viele Luxusautos hier. Wenn man jetzt denkt, man kommt mit einem BMW, einem Audi, einem Mercedes, also den deutschen Luxuswagen in die Schweiz, dann kann man hier sozusagen abstinken. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Bugattis, Bentleys, Maybache, Lamborghinis oder auch G-Klassen gesehen wie hier in der Schweiz. Als kleines Beispiel, Zürich hat 5-mal so viele Porsche wie Tramhaltestellen. Und vor jedem Zürcher Nachtclub könnte rein theoretisch ein Aston Martin stehen. Es gibt nämlich ungefähr 100 Nachtclubs in Zürich und 145 zugelassene Aston Martins in Zürich. Steht man zum Beispiel in Küsnach, dann ist statistisch gesehen jedes 20. Auto entweder ein Porsche, Ferrari, Jaguar oder ein Tesla. Doch wo fahren denn die teuersten Autos in Zürich? Hierzu gibt es eine Auswertung der AXA. Und wenn man jetzt denkt, in der Bubble Zürich, nein. Es ist auch weder Genf noch Bern, sondern mit deutlichem Abstand an der Spitze ist hier Zug. Im Schnitt fährt nämlich jeder Zuger oder jede Zugerin ein Auto im Wert von 63.000 Franken. Und das Ganze liegt 30% höher als über dem Durchschnittswert in der Schweiz von 47.000 Franken für den Fahrzeugwert. Dazu können wir auch mal die folgende Grafik betrachten. Hier sieht man auch, dass Zürich zum Beispiel nur auf dem 6. Platz liegt
und ganz unten an der Liste ist Neuenburg. Hier ein kurzer Side-Fact: Die Gebrauchtwagen, so wie man das in Deutschland kennt, werden hier Okkasionen genannt. Dass es in der Schweiz viele Blitzer gibt, das weiß, glaube ich, jeder. Nochmal hier zur Info: Die maximale Geschwindigkeitsbegrenzung in der Schweiz auf Autobahnen sind 120 km/h. Also gebt Acht. Was ich aber hier interessant finde, ist, dass die Beschilderung immer sehr, ja, kurzfristig auftaucht. Wenn ich zum Beispiel Zürich reinfahren möchte und ich möchte zum Flughafen, dann teilt sich die Autobahn für mich plötzlich in meiner Wahrnehmung in 4 Spuren und ich muss mich dann wirklich richtig schnell, obwohl ich mein Navi anhabe, entscheiden, ob ich links fahre, rechts fahre oder die 2 Spuren in der Mitte halte. In Deutschland als Vergleich hierzu finde ich, wenn man auf Autobahn fährt und ich möchte zum Beispiel von Karlsruhe nach Stuttgart oder auch eine längere Strecke fahren, wenn ich auf der Autobahn bleibe, dann, insofern ich nicht abfahre, bleibe ich einfach geradeaus drauf. Da kommt eigentlich fast nie eine Trennung, dass sich die Autobahn dann nach links zum Beispiel teilt, nach rechts teilt und geradeaus, sondern ich muss ein Autobahndreieck nehmen, wenn ich abfahren möchte, um auf eine andere Autobahn zu kommen. Das finde ich sehr, sehr, sehr komplex. Ich habe mich da auch schon des Öfteren verfahren und das macht das Ganze einfach nicht einfacher, vor allem, wenn man nicht ortskundig ist. Ein Dreieck. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Dreieck. Und zwar, wenn man hier oder als ich hier schon öfters entlang gefahren bin mit dem Auto, fällt mir immer wieder auf, dass an einer 3-spurigen Kreuzung dieses Dreieck erscheint. Ich blende euch das Ganze mal hier ein als Video, weil ich habe mich wirklich die ganze Zeit gefragt, ist es ein Kreisel, muss ich hier etwas Besonderes beachten, weil ich das so aus Deutschland jetzt nicht kannte, vielleicht in kleineren Orten. Mir persönlich in meiner 10-jährigen Historie des Autofahrens ist mir auf jeden Fall noch nicht so präsent wie hier begegnet. Und ich habe das Ganze mal nachrecherchiert. Im Endeffekt soll es einfach nur bedeuten, rechts vor links. Ob das Ganze jetzt einfacher macht, sei mal dahingestellt. Lasst mich das auch gerne in den Kommentaren wissen. Ich blende euch nämlich nochmal ein anderes Video ein, was ich hier im Netz gefunden habe, eben über dieses Dreieck. Und da könnt ihr euch auch gerne mal die Kommentare durchlesen. Weil so einfach, wie es sein soll, einfach rechts vor links, was es ja so oder so ist, also rechts vor links, egal an welcher Kreuzung, scheint es ja doch nicht zu sein. Was ich in der Schweiz genial finde, sind die Linien bei rechts vor links. Das ist ganz einfach. Immer wenn ihr über eine Linie drüber fahrt, wie wir jetzt, dann haben wir keine Vorfahrt. Ich muss also gar nicht so viel denken und es ist gar nicht so kompliziert. Mich persönlich zum Beispiel verwirrt es dann auch eher, wenn ich nämlich geradeaus fahre, dann fahre ich ja über die Linien drüber, wäre einfach sozusagen kein Vorfahrtsschild da, würde ich ja einfach anhalten und wenn jemand rechts kommen sollte, den eben rauslassen. Kommen wir zum letzten und 5. Punkt und bei dem ist sogar hier ein Regenbogen erschienen, ich blende es mal kurz ein, den Nummernschildern und speziell den Wunschkennzeichen. Als ich hier nämlich in die Schweiz gezogen bin, hatte ich dann das große Glück, dass ich mein erstes eigenes Auto haben durfte und ich habe mich schon immer gefreut, mir dann ein Wunschkennzeichen zu erstellen. In meinem Fall wäre das eben KA, weil ich aus dem Landkreis Karlsruhe komme, hätte ich jetzt noch in Deutschland gewohnt, IS für Isar-Bostender und 2001 für den 20.01., an dem ich geboren bin. Ich habe mich wirklich richtig, richtig gefreut, aber in der Schweiz kann man sich kein Wunschkennzeichen aussuchen oder zumindest nicht so in der Form wie in Deutschland. Wenn wir uns jetzt mal die Kosten anschauen, dann kostet es ungefähr 96,50 Euro in Deutschland. Das variiert natürlich je nach Landkreis. Dann sind in den 96 Euro die Kfz-Zulassungsgebühr, die Kosten für die Erstellung der Nummernschilder und eben auch die Kosten für die Reservierung des Wunschkennzeichens. Wenn wir jetzt hier auch nochmal zum Beispiel beim Landkreis Karlsruhe auf der Seite schauen, dann sehen wir, dass mein Wunschkennzeichen sogar vorhanden wäre. Tja, sei es drum. In der Schweiz läuft das Ganze ein bisschen anders ab. Da bekommt man einfach zufällig ein Nummernschild zugeteilt. Ich habe das auch bekommen. Das besteht dann in meinem Fall aus ZH für Zürich und dann eben aus zufällig ausgewählten Nummer. Es gibt, wie gesagt, diese Auktionshäuser und hier kann ich dann auch schauen, welche Nummernschilder gerade auf dem Markt sind. Aber wie ihr schon seht, variieren hier die Preise von ungefähr 500 Franken, die man bezahlen müsste, zu 1400 und nach oben hin gibt es eigentlich keine Grenzen. Deshalb eine Frage an euch erneut.
Was denkt ihr denn, wie hoch waren die Kosten für das teuerste Nummernschild, das jemals hier in der Schweiz gekauft wurde? Ich lasse euch wieder ein bisschen Zeit und löse das Ganze auf. Das Nummernschild heißt ZG für Zug 10 und dieses Nummernschild wurde von einem Krypto-Pionier erworben für sage und schreibe, haltet euch fest, 233.000 Franken. Wenn man Geld hat, dann kann man sich so einige vielleicht unnötige Sachen leisten, aber jeder wie er möchte. Während hier auch fünfstellige Nummernschilder zwischen ein paar hundert Franken und ein paar tausend Franken kosten, belaufen sich die Kosten für vierstellige Nummernschilder schon zwischen 8.000 und 20.000 Franken gemäß dem Straßenverkehrsamt. Kennzeichen natürlich wie Zug 10 oder ZH100 geht immer besonders gut weg. Und wenn ihr hier da euch ein Nummernschild sichern wollt, zumindest im Kanton Zürich, dann habt ihr darauf vielleicht im Jahr 2026 die Chance. Wenn die Anzahl der Zulassungen im Kanton Zürich nämlich gleichwertig steigen wie im Jahr 2022, dann könnte es das Millionenschild schon im Jahre 2026 geben. Und ebenfalls nochmal ein kleiner Sidefact am Rande, auch die Schweizer lästern über Kennzeichen, so erzählt man sich das. Den Kanton Aargau, das bedeutet Achtung Gefahr, Tessin, TI, trotzdem Italiener, Graubünden, Gebirgsrowdy und Zürich, zu wenig Hirn. Und weil wir so oft über rekordverdächtige Summen hier im Video gesprochen haben, möchte ich auch nochmal anmerken, dass die Schweiz mit den 233.000 Franken für ein Nummernschild nicht zu den Top 10 der Welt gehört. Wenn wir uns die teuersten Nummernschilder der Welt anschauen, da kommt auf Platz 4 Dubai mit dem Kennzeichen P7 für 15 Millionen Dollar. Platz 3 die USA mit dem Kennzeichen New York für 20 Millionen Dollar. Platz 2 in Großbritannien das Kennzeichen F1 mit ebenfalls 20 Millionen Dollar. Und dann nochmal auf Platz 1 für das Kennzeichen MM mit sagen und schreiben 24,3 Millionen Dollar. Aber dazu gehörte auch ein NFT. So, das persönlich war meine Top 5 der Unterschiede im Straßenverkehr, die mir aufgefallen sind als Vergleich von Deutschland zu der Schweiz. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Channel und ich freue mich natürlich wie immer von euch in den Kommentaren zu lesen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao!